Ich wage mich gar nicht, dieses Video anzumoderieren, aber es ist ja auch so, man muss ja auch Dinge, die laufen, die muss man ja auch nicht ändern. Ne? Never change a running system. Finde ich auch. Wir trainieren heute Push mit der lieben Nadine. Hi! Hey! Hi! Da läuft doch was zwischen euch. Finste? Finste? Oh. Nur so ein bisschen. Oh. Aber okay. Es gibt eine Änderung. Ja. Wir haben andere Klamotten an. Ganz genau. Ansonsten gibt es dasselbe Training wie letztes Mal auch. Aber ihr seid ja Gewöhnungstiere, dementsprechend wir trainieren jetzt Push, werden ein bisschen Quatsch labern. Ihr lasst ein Like da, ein Abo da und einen Kommentar und wir legen jetzt los. Hey. Okay, wir eröffnen übrigens unser Studio im September in Bergedorf. Da könnt ihr euch wahrscheinlich in der kommenden Woche für den Presale anmelden. Bis dahin kann ich auf jeden Fall den anderen Kabelzug im Bunker empfehlen. Ich versuche es nochmal. Ne? Okay. Ich habe mir noch überhaupt nicht den Finger geklemmt. Ist auch gut, dass ich nicht vorgestern gerade Push trainiert habe. Aber, was tut man ganz? Ne? Alles für die Kids. Findet ihr eigentlich dieses wunderschöne neue Jersey? Das ist wunderschön, oder? Ich finde es schön, es steht hier ausgezeichnet. Das ist einfach schön. Ist einfach schön. Wie findet ihr eigentlich dieses neue Textilerzeugnis von Nordsport? Das finde ich auch wirklich wunderschön. Schön. Ja, ne? Ja. Einfach schön. Ihr beiden seid echt schön. Kann ich übrigens für alle Leute, die Probleme mit der Bizepssehne haben, sehr empfehlen, die Ausführung. Hast du Probleme mit der Bizepssehne? Ich habe Gott sei Dank keine Probleme mit der Bizepssehne. Ich habe Probleme mit diesem Kabelzug. Du nimmst Steroide? Nee. Und das als Mutter? Übrigens. Voll Teufel. Ich habe eine Fragerunde geschaut, so eine anonyme Fragerunde. Unangenehme Fragen an Max und Nadine. Oder Nadine und Max, je nachdem. Mhm. Und wirklich, also 9 von 10 Fragen war, wie lange seid ihr schon ein Pärchen? Aha. Und die 10. Frage im Schnitt war, was ballert Nadine? Okay, also geil. Ihr wart wirklich sehr kreativ. Super. Du machst noch einen dritten Satz? Ja. Und ich schaue mir mal kurz an, was der Nicola Leonetti mir schreibt um diese Uhrzeit. Mhm. Der ist nämlich gerade in Alicante, hat die Waage für die 88,9 habe ich glaube ich gelesen. Ne? Ja, wollen wir liegen. Kannst du mal aufhören, so einen Krachter zu machen? Ich will ja nicht sagen, liebe Leute, aber Herr Nicola Leonetti ist das erste Mal in seinem Leben wirklich in Form. Schön. Ja, wer hätte das gedacht? Aber da wurde sich auf die letzten Meter wurde sich noch zusammengerissen. Mhm. Ah, Nico, wenn es dringend ist, sag Bescheid. Ansonsten, ich bin gerade im Training mit der Nadine. Hi, Nico. Ich würde mich danach bei dir melden. So. Okay? Ja. Officially warmed up. Dann drücken wir jetzt mal was. Okay. Bisschen niedlich ist schon. Voll einfach. We going higher than this. My man, we keep running. Ain't no calling it quits. Look at the time and the risk. Ain't no time to coexist. I want more than what they offer. I'm pulling my fist. Out on my own, I do my own thing. Woo! Taking it high, higher than soul flame. Woo! Words of the wise, never be okay. We're mediocrity, do better than no days. Breathe. Breathe. Just breathe. Ich will die Scheiße. Okay. Ja? Machen. So, Lille, seit hin. Okay. Okay.
Los geht's. Das ist der dritte Tag in Folge, wo ich sage, ich mach. Ich habe ein Dreier-Split und der Max hat ein Zweier-Split. Jetzt nochmal? Ich habe ein Dreier-Split und der Max hat ein Zweier-Split. Push-Pull, Push-Pull. Jetzt zum Beispiel Push-Push, Pause-Pull. Verschwinden. Null. Okay. Wir sind auch jetzt durch, ne? Wir schrauben nächste Woche Radio runter, nehmen alles raus, dann ist er Wohnung. Hier verschwindet gar nichts. Keine Sorge. Also idealer kann es gar nicht laufen, außer dass du zwei Wochen vorher sagen kannst, okay, sind fertig. Deswegen hast du so riesen Titten, um mal Nadine zu zitieren. Ja. Du hast riesige Titten. Machen wir nachher mal einen Tittenvergleich? Und Trikotwechsel nach dem Training. Ich trage kein Trikot. Ich trage quasi nur ein Bändchen. So, was habe ich? Trage ich keine Unterwäsche. Sehr gut. Passt ja. Trägst du Unterwäsche? Was ist Unterwäsche? Also kann man die auch nicht käuflich erwerben. Nee. Die Frage kam auch. Nur meine tollen Hotdog-Socken! Die Frage kam relativ häufig, wo man deine Unterwäsche erwerben kann. Ich trage keine. Ich habe eine Hose drüber. Würdest du für Geld Unterwäsche tragen? Ja. Okay. Link findet ihr in der Profilbeschreibung. Hashtag OF. Dann gibt es dann bei uns im Almost Netty Shop ab sofort einvakuumierte Slips von Nadine. Ich schwöre dir, das würde laufen. Ticker, das würde erschreckend gut laufen. Besser als jedes Produkt von uns wahrscheinlich. Schreibt es in die Kommentare. One Team, One Dream. Das stimmt. Das war jetzt auch nicht so wenig, Alter. Nee, das ist mehr als. Außer so, boah, du bist so stark beim Seitheben. Ich freue mich so über die 30, sie nehmen einfach 25. You simply the best. Tina Turner. Rest in peace. Twisted Sister. Ja. I wanna rock! So, training man. Ich hoffe, ihr wart gut unterhalten. Es war heute schon ein bisschen low. Das Training war eigentlich ganz gut. Das Training war gut. Kraft war okay. Ja. Kraft war gut. Pump war gut. Ja. Unterhaltung war gegeben. Ja. 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 Formcheck als nächstes? Will sie ja nicht. Ja, machen wir morgen. Machen wir extra Video. Unangenehme Fragen mit Nadine gibt es auch morgen. Nochmal ein Herz für die Community, bitte. Wow. Mega.
Das ist das Thumbnail. Okay. Okay. Gut. Tschüss.